Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem lieben Marci. Das bin ich. Oh mein Gott, die Anmoderation. Oh Gott. Normalerweise sage ich, das bin ich, aber jetzt habe ich auch, jetzt habe ich einen Bogen wirklich überspannt. So. Schön. Leute. Schön. In der Folge kann ich jetzt mal ein bisschen was sagen. Und zwar möchte der gute Pinsel mal ein bisschen erzählen, was jetzt die nächsten Wochen bei ihm anstehen, denn er ist nächste Woche auf Tour. Das heißt, es müssen noch reichlich Vorbereitungen passieren. Aha, nächste Woche bin ich auf Tour. Ja, hast du nicht gesagt, du bist weg? Ja, ne, ich bin die Woche weg. Also ab übermorgen. Wie, du bist ab übermorgen weg? Ja. Ich dachte, du bist nächste Woche erst weg. Nee, nächste Woche bin ich da. Ja, wie aufnahmemäßig? Aufnahmemäßig? Montag bin ich ganz normal da. Tatsächlich. Aufnahmemäßig. Achso, du fährst nicht so lange weg. Nee. Achso. Nur für 3 Tage oder so. 3-4 Tage. Jetzt geht ja schon wieder. Ich höre das schon. Nein, ich habe nicht gegähnt. Achso, okay. Gut. Ich habe nur das Problem, dass ich jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund nur noch auf einem Ohr mein Zeug höre. Ich weiß jetzt aber nicht, wieso. Ja, heute ist auch wieder so ein, weiß ich nicht. Ja, dann guck erst mal, ob du das fixen kannst. Bevor du dann. Oder kannst du jetzt schon beginnen mit deinen. Nö, nee, soll einfach, wie es ist jetzt, ne? Frag mich. Ja, weiß ich nicht. Also, oh, ich dreh. Gut, komm, Leute, wir schauen mal nach ihnen, wie die Lage ist. Muss ich jetzt halt mitleben. Mein Headset geht's gut, ne? Ja. Ja, ja gut, okay, dann erzähl mal ein bisschen, was du jetzt die Woche noch so vorhast. Ja, was habe ich in die Woche noch so vor? Genau, also nachdem ja gestern Möbel besorgen waren und so weiter und so fort, heute ich gestern mein Auto noch weggebracht, heute habe ich es wieder geholt, also Reifen wechseln, ne? Und habe hinterher noch sauber gemacht und den Staubsauger kaputt gemacht. Und morgen, aller Voraussicht nach, werde ich einmal auf die Arbeit gehen. Und dann auf dem Heimweg werde ich... Jetzt höre ich nur noch links. Rechts. Egal. Auf dem Heimweg werde ich morgen dann auf jeden Fall gucken, dass ich... Ja. Ist jetzt noch da? Irgendwas ist gerade kaputt. Junge, hier, also wirklich, der Mann, der macht mich heute komplett, aber wirklich, also heute ist wirklich ein Tag, wo er wirklich es schafft, dass ich sagen kann, es ist das allererste Mal, dass ich wirklich richtig verwirrt durcheinander und geschafft bin gleich. Ich sag ja immer, ich bin geschafft und so, aber heute ist wirklich so ein Tag. Der verwirrt mich, ich hab gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt geht's wieder. Und auf einmal sagt er gar nichts mehr. Ich dachte, was ist passiert jetzt? Ja, nee, alles gut. Wo war ich gerade? Ich bin jetzt verwirrt. Du warst jetzt bei deine Woche, so was jetzt ansteht, so. Ja, genau. Also, da steht halt an. Also wirklich, also. Nee, also Leute, ich glaube, ich war bei Mittwoch, ne? Dann nach der Arbeit werde ich einmal in 2 Baumärkte fahren, und zwar in den einen Baumarkt und dann in den anderen Baumarkt. In den einen werde ich Sachen für den Keller besorgen und im anderen Baumarkt werde ich Sachen für Öllampen besorgen, tatsächlich. Ah, das ist auch wieder falsch. So. Ach, jetzt brauchen wir wieder den Artikel. Genau. Oh, und den Donnerstag fahren wir dann auf Bad Elster. Dann fahren wir da haben wir dann Nachmittag unser, also abends, Nachmittag, abends, es ist komisch. Unser Konzert. Es wird auch ziemlich hin und her wie hier unserem Hotel, aber das kriegen wir schon. Bist du noch da? Konzert. Ja, Konzert. Jetzt sag du nicht schon wieder, als wüsstest du nichts von. Aber welche, ja. Und am. Zu welchem Konzert geht ihr denn?
Und am gleich und am Freitag. Er ignoriert mich komplett jetzt. Nein, lass mich erstmal kurz meinen Flow da. Ja, okay. Fragen sind hinterher erlaubt. Am Freitag schauen wir dann ins Thermalbad, eventuell, vielleicht aber auch erst Samstag. Und dann fahren wir voraussichtlich Sonntag früh wieder heim. Also das ist so die nächste Planung. Dann haben wir auf jeden Fall nächsten Montag, könnte es sein, dass wir nochmal aufnehmen. Das ist ein Tag Ruhe, wobei dieser Tag Ruhe auch nur bedingt Ruhe ist, weil wir eventuell Vormittag den Keller machen werden, Nachmittag dann auf meiner Freundin ihre Abschlussfeier gehen werden. Dann wieder. Abschlussfeier. Ja, von ihrer. Also, sie ist zwar schon kein Azubi mehr, aber die Abschlussfeier gibt's halt erst ein halbes Jahr später. Weißt du, ich komme hier nicht mehr aus diesem Kackstuhl raus. Und dann. Dienstag ist mein Geburtstag. Da bin ich voll beschäftigt mit Vorbereitungen und so ein Scheiß. Weil Familie und so, ne? Die will ja. Ich mach hier gleich alles kaputt. Warum geht das nicht? Was machst du denn? Ja, ich komme hier nicht mehr von dem Stuhl raus. Shift. Das fand ich fest verbuggt. Also, ich, wenn die Großschreibtaste drückt, komme ich raus. Drück mal die Großschreibtaste. Und wenn die eine nicht geht, drückt die andere. Es funktioniert nicht. Ja, aber damit stehst du auf. Grundsätzlich. Jetzt habe ich mal. Okay, pass auf. Es bleibt mir nichts. Warte. Also wirklich. Nein, also warte, wirklich. warte. Es funktioniert nicht, sitz ich. Ich will doch den Stuhl abbauen, so. Pass auf. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. Sitzt immer noch. Du hast. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann lock dich aus und lock dich ein. Und hinterher will ich meinen Stuhl wieder haben und die Wolle und den Tisch. Ich will erstmal, dass du es gleich nochmal probierst. Ich bin fest verbuggt, ich komme nicht mehr raus. Ich tue jetzt nicht wirklich so. Es ist wirklich so. Also wirklich jetzt, also das ist wirklich unfassbar. Ja, baut hier was hin, dann testet sich das. So, und ich habe mich gerettet, okay? Ja, geh jetzt mal dahin und mach jetzt das gleiche mal. Ja, erstmal brauche ich einen Stuhl. Ach so, ja, sorry. Eine graue Wolle und einen Tisch. Und eine Lehne. Ah, danke. Der Stuhl. Tisch. Lehne. Teppich. Teppich, genau. Das war's, oder? Tisch. Ja. Mehr habe ich nicht. Also, ich kann aufstehen. Okay, mach du mal. Ich habe schon. Ja, mach du mal. Guck, ich sitz. Jetzt stehe ich auf. Warum geht das bei dir und bei dir nicht, bei mir nicht? Weiß ich nicht. Machst du vielleicht mit der Spitzhacke? Mach's mal ohne Spitzhacke. Vielleicht verpackt die Spitzhacke. Jetzt setzt dich hin und jetzt drück Shift. Warte mal, ich komme auf die Einstellung. Ich gucke gerade auch, ob man das einstellen kann. Also muss man ja eigentlich. Warte mal, ich gucke ganz kurz. Das muss ja irgendwo. Also Shift geht's nicht. Also wenn es Shift nicht geht, warte, ich gucke mal ganz kurz, was für eine Taste das ist. Ich komme nicht mehr raus. Ich schau mal ganz kurz, ob man das einstellen kann. Warte mal, ist es überhaupt möglich, dass ich die rechte hier habe, hier irgendwas? Doch, schau mal bitte Schleichen. Das ist ziemlich weit oben bei Bewegung, das Schleichen. Da steht ja, beim. Warte. Genau, Schleichen. Steuerung. Ziemlich weit oben Schleichen. Ja, also das heißt weit oben halt, ohne zu scrollen in der Mitte, ist Schleichen. Ah. Das ist bei mir Z. Wieso das? Weiß ich nicht. Warte mal, ich ändere das jetzt mal. Ich habe das halt auf Shift, ne? Auf linke Shift-Taste. Warte kurz. Das ist, das erklärt's. Ich ändere das mal eben, warte kurz. Gleichen Z raus auf Shift. Open Settings, was hast du da? Warte, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Steuerung. Open Settings. Wo bist du denn? Da habe ich F. Ach, das ist bei der Foliage, das brauchst du nicht. Okay. Das brauchst du nicht. So gut. Das brauche nicht mal ich. Das brauche nur ich, wenn ich die Configs anpassen muss für euch. Okay.
So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Du warst jetzt genau bei deinen Wochendings da. Jetzt eine Frage. Wie. Ja, wo? Was? Wie? Ich. Du. Welches Konzert? Ein Kastelruther Spatzenbrück-Konzert. Was ist Katzenruther Spatzen? Kastell, das ist ein Ort. Kastell. Nein, Kastelruth ist ein Kastell. Ort. Das ist tatsächlich ein Kastell. Ort. Kastell. Nein, Kastelruth. 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 Das ist ein Ort in Südtirol. Kastelruther Spatzen. Ja, Kastelruther Spatzen. Ist das richtig? Ja. Kastelruther Spatzen. Das hört sich so falsch an. Ja, war. Wenn du das sagst, hört sich das wirklich komisch an. Bist du sicher, dass es so heißt? Ja, bin ich. Kastelruther Ruther Spatzen. Wenn ich das sagen würde, Alter, die Leute würden mich komplett... Ja, ich glaub's dir. Aber das so wie du das sagst, hört sich's halt echt beschissen an. Kastelruther Spatzen. Du, was ist denn mit dem los? Was ist mit dem Mann los? Kastelruther Spatzen. Ich google das jetzt, warte. Ich will mal wissen, ob das... Leute, ich bin irgendwie mal ganz kurz nicht, aber das ist... Kastelruther Spatzen. Jetzt ist das jetzt symmetrisch hier. Da. Kastelruther Spatzen. Das gefällt mir gerade so nicht. Das ist nicht symmetrisch. Sowas mögt ihr? Ja. Das ist doch so eine Rentnerband und das ist eine ältere Band. Na. Ja, sorry, die sehen das älter aus. Leider inzwischen. Die waren mal jung. Hast du oder Spatzen? Und was machen die da so? Ja, was macht man da? Ja, also, ich würde jetzt mal sagen, singen. Ach so. Singen ja. und spielen. Also, und normalerweise. Und so eine Musik mögt ihr also so gern, ne? Ja, schon. Ja, ist doch schön. Und wo spendet ihr, also wo ist das? Er wird sich's nie merken, oder? Ja, tut mir leid. Er kommt drauf an. Bei uns in der Nähe, irgendwo bei uns in der Nähe. Wenn dir das hilft. Wenn dir das hilft. Ja, und dann pennt ihr deine Nähe, ne? Ja. Weil wir müssen zwar nicht, wir könnten auch heimfahren. Es sind ja nur 1,5 Stunden. Aber trotzdem. Ja, aber wenn ihr 1,5 Stunden nur fahren müsst, ist das so viel für euch? Naja, ich sag's mal so. Nein, eigentlich nicht, aber wir haben halt gedacht, wir nehmen uns einfach ein paar Tage generell raus von daheim. Einfach weg. Ach so. Dass man mal rauskommt, so nach dem Ding, ne? Ja, ist auch schön. Ne? Ja. Kann man machen. Macht den schönen Spaziergang. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Nach den Katzenruder Spatzen geht's den schön spazieren, was essen. Na, spazieren glaube ich nicht. Das ist mit Spazieren dann nicht so leicht, glaube ich. Ach so. Ja, dann flüchtet ihr und dann geht ihr spazieren. Ja, und dann so. Herzi haben geklingelt. Was machen Sie da? Also wirklich. Was machen Sie da? Das ist meine. Gehen Sie! Los! Ich hole die Polizei! Verlassen Sie dieses Hotel! Vielen Dank. Ich möchte Sie hier nicht sehen. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Sie müssen mich bedienen. Ich hätte gerne ein Sterne-Hotel mit exklusiv jeden Tag Essen und dazu extra Service mit Rohstoffen und Diamanten und extra Bedienung jede Aufnahme. Ja. Kommen Sie bitte schnell, ich habe hier einen Verrückten. Da stehen.
Ich bin nicht verrückt. Der will mich angreifen, der greift mich an. Das ist überhaupt nicht gut. Aber findest du es nicht ein bisschen zu eng hier? Zu eng? Speisesaal? Ach, nö, ja. Guck dir das doch mal an. Ja, na, irgendwo muss man es unter. Du hast. Ja, der Mann hat drei Zimmer. Der hat drei Zimmer und 1000 Stühle und 1000 Bänke. Ja, das also wirklich. Denk dir halt noch das mehr Zimmer hin. Das ist viel zu eng. Hey, denk dir einfach mehr Zimmer hin. Nein, das kannst du stehen lassen. Dann würde ich vielleicht so einen Tisch dahin bauen. Aber ich würde die Hälfte raustun. Nein. Was willst du denn mit so. Doch. Das sieht besser aus. Du halt einfach so, als wäre das Hotel größer. Ich bin okay. Der Manager des Hotels. Hey, tu einfach so, als wär's größer. Ich hab die Baudings bezahlt. Ja, klar. Was sonst? Nein, aber jetzt komm mal mit. Jetzt wirklich, der Speicher. Nee, ich bin mir hier nicht einig mit dem Eingang. Das ist nicht so, wie ich will. Der Eingang ist jetzt erstmal zweitrangig. Nee. Der Speisesaal ist eine Katastrophe. Ja, nee. So, geh doch mal hin, guck dir an, wie eng das ist. Dann vergrößere den Raum. Nein. Junge, also ich würde deine Freundin ganz gerne jetzt mal fragen, ne? Die würde mir hundertprozentig recht geben. Hey, hutzelig. Hutzelig. Doch. Hutzelig. Oder willst du den Hammer hier spüren? Hä? Willst du den Hammer spüren? Willst du den Hammer spüren? So glaub mir, das willst du nicht spüren. So. Will ich echt nicht. Oh mein Gott, Alter. Jetzt wirklich. Verlassen Sie dieses Haus, bitte, jetzt. So pervers bist, das hätte ich jetzt wirklich niemals von dir gedacht. Kann ich dich einsperren? Du sperrst mich. Ich kann dich aussperren. Ja, pass auf. Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt ja. Spaß beiseite. Ja. Findest du es jetzt wirklich nicht zu eng? Nein. Junge, also wirklich. Es ist zweckmäßig. Hier fehlt eine Pflanze, fällt mir auf. Muss ich nachher noch nachholen. Aber erstmal. Pass auf, ich mache einen Screenshot. Ich mache jetzt einen Screenshot und schicke das. Ja, aber mach ich will die ehrliche Meinung von ihr hören. Ja, na, dann mach, was du nicht lassen kannst. Ja. Junge, das ist einfach viel zu eng. Und wenn wir beide sagen, das ist zu eng, dann machst du es anders, okay? In der Zukunft, wenn ich das die Deko hier weiter ausbaue, von mir aus. So. Ich werde mich hier nicht einig. Ach. Jetzt habe ich mich sogar verschrieben. Oh. Eine Runde Mitleid für den lieben Marcy. Wenn sie jetzt nicht drauf antwortet gleich, ne? Dann nimm's ab persönlich. Ja, nee, no, freilich. Dann nimm's persönlich. Weißt du, wie der Mann heute ist, ne? Der, weißt du, ich hab ihm nie was Leute nichts getan. Und der ist jetzt so. Nur weil ich eine Kritik geäußert habe, die annehmbar ist und die auch verständlich ist, weil ich finde das viel zu eng. Sehe ich nicht. Für drei Zimmer. Ist dieser Raum für wie viel Platz? 2, 4, 6, 8. 8 plus 4 sind 12. Sehe ich nicht. 12? Das ist zu eng. Nein! Er hat drei Zimmer. Da passen. In diese drei Zimmer passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leute auf jeden Fall mindestens rein. Und stellt Zimmer, Einzelbett. Wir gehen weiter hoch. Hier sind wieder Stühle.
Der Mann, der macht mich verrückt, ne? Pass auf, Leute. Der Mann, der macht mich verrückt. Mich auch. Ah. Ich zeig euch das, Leute. Ihr werdet mir recht sehen. So, hier schlafen drei Personen, warum auch immer. Wenn jetzt ein Ehepaar ist, dann müssen die mit einem fremden Typen in ein Zimmer schlafen. Das ist also für Kinder! Besitzer. Das ist eine, für also wirklich, Kinder gedacht. Leute, wer kein Kind hat, kann hier nicht schlafen im Hotel. Das ist schon wieder... Also wirklich. So realitätsfremd, dieser Mann. Ne? Realitätsfremd. Und hier ist das Gleiche. Ihr könnt nur hier sein, wenn ihr ein Kind dabei habt. So. Sind drei, sind sechs. Es sind sieben. Sieben Personen können hier schlafen. Und du hast 12 Sitzplätze. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das wie folgt. Es funktioniert gut. Wir brauchen immer Reserve. Und vor allem hat das Hotel ja vor, demnächst mal auszubauen. Bestimmt. Und ja, noch mehr Etagen draufzubauen. Und wenn, ja, jetzt, ja. Und wenn noch mehr Etagen draufkommen, ja, dann brauchen sie sowieso den Platz. Und Kostenvoranschlag sende ich dir auch. Jetzt hat sie mich komplett enttäuscht. Ich dachte, sie hält zu mir. Und jetzt hat sie sowas geschrieben. Hat sie was geschrieben, oder was? Ja. Oh. Weißt du, der Mann kann ja schon wissen, was sie geschrieben hat. Nee. Ach so. Also sie wird nicht mal eine Miene. Die hockt da, guckt in ihr Handy und sie zieht nicht mal eine Miene. Sie gibt dir sogar recht, quasi. Was ist mit mir? Es ist unfassbar. So scheinheilig jetzt wieder, ne? Was ist mit mir? Kann sie mal sagen, dass damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie so schreibt. Ja. Leute, ich glaube das hier nicht. Ich bin der Einzige, der jetzt hier irgendwie da nicht gerade so einverstanden mit ist. Beschwer dich bei Marci. Hab ich. Aber wieso bei mir beschweren? Absolut bei dir beschweren, weil das hier ist deine Verantwortung. Und sie hat dir sogar... Was machst du denn hier? Ja, das... Ich glaube, das ist... Was hast du denn jetzt schon wieder vor hier? Einen Durchgang zur Zentrale. Dass man nicht draußen durch den Regen gehen muss. Ja. Also wirklich, hier muss einiges geändert werden. Ich sehe es jetzt schon. Speisesaal. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und jetzt steht er da regellos da, weißt du? Er steht einfach ich da. Ich schisse, das macht er. Macht nichts. So. Er macht nichts einfach, weißt du? So, und da willst du jetzt irgendwie einen Gangbaum für die Zentrale. Ja? Welcher Hotelgast willst du Zentrale hin, wenn er hier übernachten möchte? Das kannst du doch bei diesem Mitarbeiterraum machen. Komm mal mit. Ich muss jetzt erstmal hier ein Ding. Weißt du, du baust einen Zugang für die Zentrale, aber nicht für Schlafplätze für deine Hotelgäste. Also das ist hier wirklich. Also, das fängt schon hier an und hört oben auf. Der einzige Raum, den ich ganz gut finde, ist der hier, der unterste Raum. Du meinst der als einziger noch nicht fertig ist? Ja. Der ist am besten. Ja, er lacht. Ich meine das ernst. Was ist das für ein Raum? Heizungsraum. Ja, wo man den nicht mal betreten kann. Ja. Zeig mal, was du in den Heizungsraum hast. Nee. Bitte. Nee. Bitte. Okay, dann geh mal runter. Ja. Da ist notwendige Technik drin. Ach so, danke. Ich wollte nur mal eben kurz reingucken. Da ist nur ein bisschen Technik. Ach so. Okay. Mehr gibt's da nicht. Danke. Ja, ich wollte auch nichts rumpushen. Also. Ja. Ich wollte nur gucken mal. Und was ist hier drin? Hier ist schon eine Küche drin?
Kann ich die auch sehen? Nein, tatsächlich nicht. Weiterhin. Also wirklich. Also. Nur für Ladies, nur für Mitarbeiter. Achso, du willst hier nur, dass die nur Frauen arbeiten. So einer bist du. Nein, nur, Leute, nein, ihr wisst Bescheid, Männer. Nur Frauen dürfen hier arbeiten. Hier kochen Männer. Es ist nicht mal gestattet. Nee, du hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt, nur für Mitarbeiter. Also, nee, du hast du gesagt, nur für Ladies. Ich nur ganz für genau Mitarbeiter. Nur für Ladies, ich hab's ganz genau gehört. Also bei Mitarbeiter höre ich weniger Ladies als du hast Ladies männliche gesagt. Als männliche du hast Köhe. Gesagt, ich lass es nicht auf mich sitzen jetzt hier. Du willst mir das nicht zeigen, nur weil da Ladies Zutritt haben. Ja. Und jetzt brauchst du so einen Untergrunddingsgang für die Zentrale, anstatt ein Zimmer für die Leute, damit die auch schlafen können. Hast recht. So einer bist du. Ich glaube, ich brauche. Ja. Hast tatsächlich recht. Ich sollte tatsächlich. Und jetzt ist schon wieder, ich gehe raus. Das ist schon wieder. Nee, ich gehe jetzt. Blumentöpfe. Also wirklich. Blumentöpfe. Also dieser Mann, der ist. Wirklich, also, wenn ihr hier hingehen wollt, Leute, dann müsst ihr wirklich mit Unkosten rechnen, weil ihr müsst selber euch versorgen. Es geht nicht anders. Ihr müsst selber einen Schlafplatz euch suchen. Schlaft lieber in der Zentrale, da habt ihr euren eigenen Raum. Oh mein. Das ist hier wirklich. Und das Personal ist eine Katastrophe bis jetzt. Das ist unglaublich. Ja. Unzufriedenheit am Hotel. Das ist der Partner. Tja. Die Folgenname, ich sag's euch. Weißt du, dachte ich, jetzt erzählt jetzt schon über die Katzen Ruta Spatzener und was er so erleben wird und so. Und dann vernichtet er mich im Hotel. Das ist unglaublich. Hab ich doch gut gemacht. Siehst du, so einer ist das. So einer ist das. Jetzt zeigt er mal sein wahres Ich. Und ich bin derjenige, der hier versucht, ein Hotel aufzubauen, was optisch innen drin und alles gut ist. Versuche ich ihn zu erklären. Versuche ich ihn beizubringen. Und er nimmt es einfach nicht an. Er nimmt einfach Geschenke nicht an. Im Gegensatz zu mir, ich muss sogar 64 Erde annehmen, die er mir bringt. 64. Das ist das Einzige, was ich in der letzten Zeit von ihm bekomme. 64 Erde. 64 Erde. So viel bin ich ihm wert. Das vergisst er nicht, dass die aber gar nicht von mir waren. Du hast sie mir gebracht. Das ist wahr. Ja, ich hätte und da kannst du nie rausgehen. Ja, weil ich krieg sonst Aua. Du kriegst nicht Aua. Doch, ich krieg sonst Aua. Nein, sie kann dir. Nein, sie wird dir nicht Aua tun. Doch, tut sie. Nein. Doch. Das sagt sie, aber das wird sie nicht tun. Doch, das wird sie tun. Nein. Doch. Frag sie doch mal. Das ist eine ganz, 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 ganz nette. Das ja, klar. Na, klar. Klar. Klar ist musst, eine ganz, ganz einfach, nette. Du weißt doch, wieso sie auch ärgern kannst. Mensch. Hm. Ich hoffe, sie sieht die Folge nicht. Was bin ich der Nächste, der dran ist? Ja. Glaube ich auch massig. Ja, deswegen. Ich hoffe, sie sieht das nicht. Ja, das. Und bitte sag ihr das jetzt nicht. Ja, das ist nach Hoffnung ruhig, dass sie das nie sieht. Hm? Ja, bitte. Bestimmt wird sie sich da bin an. Ich gleich der, da bin ich der Nächste, Leute. Hm? Ja, ja, ja. Das Ding ist halt, sie könnte es auch vergessen haben, weil bis die Folge da kommt. So lange brauchst du nicht, bis die Folge kommt. Doch, ich glaube schon. Bis deine Folge kommt, das dauert noch. Ah. Mit etwas Glück sieht sie das Video von mir nicht, dann passt es. Aber meine kommt auf jeden Fall diese Woche. Ah. Ja. Ja, aber ganz, jetzt mal ganz ehrlich, du hättest es trotzdem machen müssen. Sie hätte das nicht gemacht. Doch. Sie ist wirklich eine ganz, ganz nette. Ich meine das aber auch ernst. Und ja, sie meint hätte, es genauso ernst. Sie hätte dich nicht gehauen. Wir sollten aufhören, über sie zu reden, glaube ich. Warum? Hört sie zu?
Ja, also, was heißt zuhören? Ja, dann sag es doch. Sie merkt halt, dass wir über sie reden, ne? Ja, das ist scheiße. Ja. Ach, ja, meinst warum sagst du? Du nichts? Hey, die hört schon seit einer Stunde zu. Ja, warum hast du nicht gesagt, dass sie im gleichen Raum ist? Die ist immer im gleichen Raum, Marcy. Nein, der hätte auch was anderes sein können. Wir haben nur zwei Räume und dafür gewöhnlich befinden wir uns im Wohnzimmer tagsüber und nachts befinden wir uns im Schlafzimmer. Jetzt ist alles vorbei. Ja, Marci. Die warme Antje kommt hier. Da ja, kommt. Du hast auch mitgewirkt. Ja, na, warte, sie kommt und dann kommt sie für dich aber genauso. Aua, aua, ne? Nee. Doch. Ich bin in Sicherheit. Nee. Wo ja, bist stimmt, du okay. in Sicherheit? Das Einzige, was man lernen kann von Frauen, man ist nie in Sicherheit. Hm? Da hast du recht. Ja. Also das ist wirklich so. Wenn sie das wollen, dann wollen sie es. Ja. Ja, so, jetzt muss ich noch ein bisschen... Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die heutigen Aufnahmen waren mit Abstand wirklich, ich bin jetzt wirklich komplett fertig. Also jetzt wirklich voll und ganz. Glaube ich dir. Ich lüge dir jetzt so wenig an, ich bin wirklich, wirklich fertig heute. Ja, das glaube ich dir auch. Die beiden Aufnahmen haben mich komplett, Leute, komplett zerstört. Ich bin fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll hier. Ich gehe gerade von eins zum anderen. Ich weiß nicht mehr, was ich vorhabe. Leute, es tut mir leid, aber heute ist wirklich... Das war's nachher. Das bei mir wird nie mehr viel passieren. Oh mein Gott. Oh Leute. Kann ich das auch... schrägstellen? Kann ich. Dann kann ich da noch ein Blümchen hin tun und da. Die fühlen sich dann auch sehr wohl hier. Ein Blümchen. Ah ja. Oh, jetzt habe ich noch ein kleines bisschen mehr Deko eingebaut. Das gefällt mir hier. Ich habe noch ein kleines Thema. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, das geht jetzt nicht. Doch, das geht. Nein. Doch. Wir überziehen jetzt ein bisschen mehr. Na gut, dann überziehen wir halt. Okay. Hast du schon Stardew Valley jetzt gespielt? Wir hatten angefangen. Und wir haben oft neu, also Software haben, wir haben einige Versuche gestartet. Also ja. Haben einige Aufnahmen gemacht, bis jetzt schon. Bisschen bestimmt inzwischen... Sind's bei mir sind's zwei Folgen, bei Ebony sind's vielleicht fünf oder sechs Folgen. Ja. Das Problem ist, jedes Mal ging irgendwas anderes schief und wir sind jetzt momentan an dem Punkt, also ich habe eine halbe Stunde gespielt und habe meine erste Mod erstellt. Warum willst du Mod erstellen? Du spielst das Spiel ganz normal. Ja, aber ich muss eine Mod machen, damit unser Push-to-Talk betal ignoriert wird, weil jedes Mal deswegen hat bei Apple... Ihr geht doch zusammen auf. Jaha. Warum redet ihr nicht über das gleiche Mikro? Das geht nicht, weil wir ja zwei PCs haben. Ja und? Sag mal, Marci... Okay, pass auf. Ja, lass uns darüber nicht. Okay, pass auf. Lass uns am besten. Doch. Nicht diskutieren. Doch, weil ich jetzt in dem Punkt absolut recht habe. Wenn du den Monitor, wenn ihr eure Monitor ein zusammenstellt, ein bisschen, dann könnt ihr zusammen aufnehmen. Du hast doch Mikro. Nein, wir diskutieren darüber nicht mehr, Marci. Er weiß, dass ich recht habe. Nein, wir diskutieren bitte nicht mehr darüber. Das bitte, tu mir den Gefallen. Ja, und akzeptiere, dass wir das nicht können. So. Aber. Nein, aus! Ich wollte doch nur was anderes sagen. Aber wir fangen von neu an. Und zwar nach dem Urlaub fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ja, aber ihr denkt dran, dass ich da dabei bin demnächst, ne? Bestimmt irgendwann mal. Also so unfair, weißt du? Ja gut, dann grenzt mich aus. Mach mal, wie gesagt, bloß lass mich... Dann nehme ich alleine auf für mich. Lass mich da erstmal, ich muss mich selber da erstmal... Ja, deswegen will ich dir auch helfen.
Nee, ich will so aber nicht geholfen werden. Ich will das nicht. Das geht nicht, sonst hilfst du mir nachher wieder und dann habe ich den Salat. Ja. Ich find's mal schön, dass du meine Hilfe brauchst. Komplett. Ja, ich nicht. Aber das liegt nicht an dir. Das ist das Problem. Das liegt nicht an dir. Ich mag generell keine Hilfe. Ja, aber wenn du das aufnimmst und du weißt nichts von, dann hilft sie dir ja auch. Naja, nein. Weil ich das ja nicht will. Also du bist wirklich der merkwürdigste Typ, den... Ja. Also du lässt dir keine Hilfe annehmen. Nein. Leute. Manchmal also schon, aber dann muss es explizit sein. Das ist einfach zu viel. Ja, aber man sollte Hilfe annehmen. Ja, mache ich ja auch, aber nur wenn ich sie möchte. Und nicht ja, dann, wenn ich sie nicht möchte. Um es besser zu lernen, will ich selbst mich mit auseinandersetzen. Ja, das ist auch richtig. Ja, genau. Und aber wenn du an einen Punkt kommst. Ja, wenn ich Hilfe brauche, aber das ist. Dann ist die letzte Hoffnung, bin ich da. Und wäre bei dir da. Ja. Ich wäre so der Fels in der Brandung. Ja. Wenn alle Türen stehen. Pass auf, es regnet und es stürmt. Pass auf. Weißt du, was wir machen? Und helft hier. Ja, pass auf. Ich schlag dir was vor und das kannst du auch ganz sicher. Das willst du auch. Das ist vorbei. Okay, erzähl. Wenn ich was wissen möchte, werde ich dir schreiben. Also der Fels ist schon längst gebrochen, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Fels in der Brandung da wäre. Wenn ich Hilfe brauche, werde ich schreiben, Marci, ich brauche Hilfe, komm und helf mir. Ja, okay? Komm, wie soll ich denn kommen? Du willst bald. Da musst du halt präsent sein, ne? Merkst du was, ne? Also so ein 31er-Move, den du jetzt gerade bringst, ne? Du weißt genau, dass das gar nicht funktionieren kann. Doch, jetzt funktioniert einwandfrei sogar. Weißt du, ich verhungere fast schon. So. Ja, warum isst du dann nichts? Du bringst mich gerade durcheinander und ich kann gleich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Na, Gott sei Dank. Ich laufe gerade von A nach B, weil ich einfach komplett verwirrt bin. Ah ja, dafür kann doch ich nichts. Doch. Du machst die Sache immer schlimmer gerade. Ach, quatsch doch nicht so. Quatsch doch nicht so. Ah, Leute. Was macht der Mann nur mit mir? Was machst du mit mir? Frag mich doch mal. Ja, dich brauche ich nicht fragen. Ach ja, das macht Spaß, Marci. Nee, schön, dass es dir Spaß macht. Leider macht es wirklich Spaß. Ja, ich glaub dir das, ehrlich. Das ist aber schön, dass wir uns verstehen. Ja. Oh, Hilfe. Aber weißt du was, ich werde mir diese Statue reinziehen. Ich werde sie abends, wenn die reinkommen und ich habe Zeit, ich werde mir sie anschauen. Weil ich denn das auch mal gut finden würde, wie euch denn zusammen da durchbeißen. Obwohl, sie kann das ja, ne? Ah, ja, gut. Ja, sie leider schon, aber ich muss mich durchbeißen. Ja, dann warte ich auf deine Folgen. No? Gerne. Ja. Aber wie gesagt, das wird leider jetzt noch wahrscheinlich maximal 2 Wochen wird es noch dauern, leider Gottes, weil... 2 Wochen. Also Leute, bis wir müssen erst nach dem Urlaub neu Ende anfangen. Wir müssen nach dem Urlaub halt einfach... Dann mache ich schon die Selbstaufnahme. Weiß. Irgendwann werde ich das Spiel auch mal spielen. Oh, das dauert mir zu lang, dann mache ich es halt auch doch selber. Diese Logik halt wieder, ne? Hä? Was soll ich denn sonst mal ein halbes Jahr warten? Ein halbes Jahr? 2 Wochen, ja. Mensch! Eine Aufnahme, das dauert. Ja. Der Mann macht mich fertig. Und zwar wirklich. Der macht mich wirklich fertig. Leute, es tut mir leid, dass jetzt gerade nichts mehr passiert bei mir. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich bin überrascht, dass bei mir tatsächlich was passiert. Ja, siehst du? Weil normalerweise geht bei mir da nichts mehr voran. Oh. Ja, ne, siehst du?
Oh Leute, ich kann nicht mehr. Ja, da kann er schon immer, hey. Ja. Bist aber ganz schön, bist überhaupt nicht strapazierbar, ne? Junge, du bringst mich komplett, also erst mit deinen Hotelsachen da, mit dem Zimmer, dann mit den Katzen runterspatzen und dann jetzt noch zum Abschluss mit deinem Stardew Valley, dass du dir nicht und mich nicht dabei haben willst und ich nicht der Fels in der Brandung bin für dich. Ich würde es ja sogar alleine spielen. Einfach, damit ich... Okay, damit ich hoffe, sie will es jetzt nicht gucken. Er würde es lieber alleine spielen als mit dir. So ist es. Weil ich muss mich selber... ich muss mich selber sorg damit... Sorg dafür, dass sie dieses nicht guckt. Ich bitte dich. Sonst bist du nicht nur gearscht, sondern ich auch. Wer soll was nicht gucken? Sie! Dude, das wird sie gucken, glaub mir. Ja, das ist nicht gut. Ich sag ihr, dass ich es nicht gucken soll, okay? Ja, dann guckt sie es erst recht. Aber jetzt guckt sie es auch erst recht. Vertrau mir, sie hört dazu. Ja, aber du hast es angeleitet jetzt gerade. Was? Ja, genau, jetzt bin ich schuld, oder was? Ja, du hast gesagt, du willst es lieber alleine spielen. Alter, was ist mit dir los? Hast du gerade gesagt, du willst es auch alleine spielen, Junge? Ja. Ja, siehst du, schon wieder. Und was ist das Problem? Du würdest es lieber alleine spielen. Ja. Ja, aber was ist das Problem? Das kannst du doch hören. Ja, dass sie. Also, sie bietet dir an, mit ihr zusammenzuspielen und du sagst, ich würde es aber lieber alleine spielen. Weil ich gerne alles selber alleine erkunde und alles selber alleine mache, bis ich der Profi bin und dann alles sagen kann, was sie tun können und am besten noch halbwegs die Mods reintun müssen, die nicht mal funktionieren. Moment, stopp. Diese Stardew Valley Mod habe ich selbst geschrieben und die ist perfekt. Die schicke ich. Oh, er hat sogar einen Mod dabei. Okay, dann war es schon wieder. Nur rein technisch. Bugfixing. Ich habe eine Mod geschrieben zum Fixen von Bugs. Das kann nicht sein. Doch, das kann nicht sein. Leute, ich erzähle mal. Ein Spieler, der das Spiel noch nicht gespielt hat, spielt es normalerweise so standardgemäß, wie es ist. Er macht das so und bringt gleich komplette Mods mit rein, die dann auf einmal irgendwann dazu funktionieren nicht mehr. Und dann hängen wir da wieder und wir fliegen raus. Und das Ganze ist nur passiert, weil er wieder seine ganzen Mods da rein tut. Also, Basi, mein Minecraft läuft heute so flüssig wie schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich habe heute durchgängig fast 60 FPS. Ja, ich gucke nicht an die FPS, aber ich sehe, dass es mein Männchen normal läuft. Zugegeben, ich habe tatsächlich Updates gemacht. Ach, wirklich? Also ja, aber eigentlich habe ich nichts. Nein, eigentlich nichts, was. Ja, hat sich schon verraten. Warte mal. Hey, Marci, warte mal. Ich predikte mal, in einem halben Jahr, vielleicht auch in einem Dreivierteljahr, spätestens aber in einem Jahr, werden wir einen Performance-Boost bekommen. Unser Minecraft läuft dann dreimal flüssiger, das verspreche ich dir. Leute, er verspricht das, weil ich mich daran sowieso nicht mehr erinnern kann. Deswegen verspricht er mir das, Leute. Hm? Er weiß jetzt schon, der Marci, der kann sich sowieso nicht mehr daran erinnern. Dann sage ich jetzt mal was. In 3, 4 Jahren oder Monaten, das ist ja... Ja. Also ich weiß, dass du dich daran erinnern wirst und nicht daran erinnern wirst, aber ich werde dich daran erinnern. Auch wenn du dich nicht daran erinnern können wirst, ich werde dich daran erinnern. Versprochen. Gut. Wenn es soweit ist, verspreche ich. Ich werde euch sagen, wenn ich irgendwann da bin bei Ihnen und bei ihr, ne, wenn ich dann da bin, dann werde ich die ganzen Sachen mal irgendwie auch mal testen, die ich noch nicht gesehen habe. So wie das Nutella-Eis. Ja, ja. Wir werden dann. Ich werde Rumkugel, dann mal ein bisschen. Rumkugel. Ich werde dann seine Sachen da probieren und so, was er dann macht. Oh, fuck. Wir müssten, aber das will ich nicht machen, weil da habe ich zu viel Scham, welche Leute. Wir müssten dann so Zeug machen, wo man im Prinzip. Nee, wir bezeigen uns da nicht. Auf gar keinen Fall. Oh. Gar nicht. Nee. Oh. Nein, wir berichten darüber. Ja, das ist aber eine gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Wir schreiben das alles auf. Das machen wir auf. Aufschreiben. Was?
Ja. Aber wir können dann, ja, was wir tatsächlich machen sollten, ist so eine Art Let's, ist ein Podcast. Wir sind dann Post. Wir machen kein Podcast. Doch. Nein. Wir müssen dann Podcast machen. Oh, bitte nicht, kein Podcast. Oh, bitte kein, ja, dann können wir kein Minecraft mehr spielen. Dann erzählen wir alles im Podcast. Das geht nicht. Ich muss mich bei Minecraft konzentrieren, Mann. Willst du mich verarschen? Nein! Doch, anscheinend schon. Leute, ich kann nicht mehr. Der Mann, der macht mich fertig. Ich weiß nicht. Der sagt, er muss sich bei Minecraft konzentrieren. Ja, ist so! Ich weiß nicht. Er muss sich bei Minecraft konzentrieren. Wie ist es denn bei... bei Stardew Valley, da sagt er gar nichts mehr. Dann hört man nur, wie die Pflanzen erntet und so. Ja, naja, da... Was soll ich denn da machen? Ja, was soll man da machen? Ja. Genau. Vielleicht mal unterhalten, reden. Ja, aber das Lebenszeitspiel. Wie ist das so, das Spiel? Wie gefällt's dir? Ja, ne? Was hast du schon geerntet? So. Was kostet ja, du? Ich glaube Kartoffeln hab ich geerntet. Kartoffeln? Ja. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. No? Ja. Auf Anweisung von Netflix, weil ich bin eigentlich bislang nur rumgelaufen und habe alles erkundet. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja, dass sie auch mal sagt, dir hintertretet und sagt, du musst was tun, ist doch logisch. Da bin ich aber jetzt einmal für hier. Du musst ja auch was tun, du kannst ja nicht die ganze Zeit in der Gegend rumlaufen. Also du willst doch was lernen. Ja, schon, aber... Also der Mann, der macht mich heute wirklich irgendwie Wahnsinn. Also Leute, wenn... Ich weiß nicht, wir müssten dann irgendwie auch aufnehmen oder so. Ich setze mich dann bei dir hin und dann... Nehmen wir irgendwas auf. Du spielst und wir reden dann. Oder ich spiele. Ich spiele am besten. Weil du musst dich konzentrieren. Dann spielen wir nochmal Super Mario 64. Ich mache dann 70er. So, aber ich wollte schon sagen, können wir bitte aufhören? Ich kann nicht mehr. Ja. Ja, klar, können wir machen. Oh Leute, ich tut mir leid, Leute, aber ich bin also was heute wirklich, also mehr Content kann man fast gar nicht mehr kriegen. Nö. Anhören. Das geht schon gar nicht mehr fast. Du hast recht. Ich bin fertig. Ja, das war's. Ich kann auch fast nichts mehr sagen. Ach ja, ich hab. Also, Leute, wenn ihr euch gefallen hat, wie ich Marci heute so komplett aus dem Konzept gebracht habe, sagt Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Ich mache es jederzeit wieder gerne. Trotz, dass ich heute so fertig war, bin ich überrascht, dass wir zwei Folgen wirklich gut aufnehmen konnten. Ich freue mich, das war tatsächlich ganz toll. Ja. Ach, wirklich? Ja. Ja, das ist ein Problem. Ja. Bin ich zufrieden, das nächste Mal werden wir in einer Windeseile tatsächlich in einer Geschwindigkeitswindeseile innerhalb von ja, maximal 15, 20 Minuten hier das fertigstellen, diesen Durchgang. Dann bin ich auch mit dem Hotel erstmal zufrieden. Es fehlt doch ein NPC, deswegen werden die Baustellenschilder noch nicht wegkommen, aber außer, ja, genau, das werden wir machen und dann gibt's eine Überraschung. So. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, auch die etwas längere Folge war kein Problem. Wir hätten aber Marci wirklich noch eine Folge machen können. Jo, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.